Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Beim letzten Mal sind wir in diesem Tempel von Marvel, ist er glaube ich, gekommen. Haben ein paar Blöcke verschoben, haben den Mana-Ring, mit dem wir jetzt das hier machen können. Uns abgestaubt. Und na, jetzt gehen wir wieder zurück. So einfach ist das. Ich glaube, diesen Ring brauche ich, um die Barriere wegzumachen. Nö, nö, nö. Oh, ich kann dich damit angreifen. Ich kann euch damit paralysieren. Dann renne ich nicht in euch rein. Aber wobei, was passiert, wenn ich jetzt in euch rein? So geht gar nicht. Gut. Aha. Ja, mehr kann der Mana-Ring nicht. Warum wird der immer alles so schnell langweilig? Warpen, ja, wir warpen uns. This appears to be the top floor. Yes, that's the altar. Then that shining thing there must be the Crucius Crystal. That's right. They say I was born with that in my hand. Look at that light! What is that? An angel, I would assume. So, is that Colette's real father? I am Remiel. I am an angel of judgment. The time has come to awaken the goddess Martell, who sleeps at the center of the world. Awaken the goddess Martell? It's just like the legend Rain told us about. From this moment, Colette becomes the chosen of regeneration. We of Crucius bless this event, and hereby bestow the Tower of Salvation upon Silveron. So that's the Tower of Salvation. Now the world will be saved! Colette, the chosen of regeneration. I humbly accept this task. Very good. We of Crucius shall grant you the power of the angels with each seal you unlock, once you are reborn as an angel. This eroded world shall be regenerated. Thank you. I swear on my life I will regenerate the world. First, head south to the Seal of Fire. Offer your prayers in that distant land. Yes, Lord Remiel. Oh, wait! Please wait! I have a question I wish to ask of you. Are you really my father? First, head to the Seal of Fire. Understood, my beloved daughter Colette. Father! So you really are my true father! We shall meet again at the next seal, my daughter.
Okay, dann haben wir es jetzt mitbekommen. Colette ist kein Mensch, sondern ein Engel. Eine Tochter von einem Engel. Und dieser Turm erinnert mich doch gar nicht an den Quittenturm. Nein, nein, nein. Ist das Orakel erhalten? Gehen wir außer Welt da. Ja. Wir gehen schon vor. Vielen Dank, Ezol. Bitte kommt später bei mir vorbei. Sie ist gegangen. Das Gerücht war wahr. Welches Gerücht? Dass Colette die Tochter eines Engels ist und nicht wirklich mit ihrem Vater verwandt ist. Auch wenn man nicht blutsverwandt ist, Familie ist Familie. Das ist jedenfalls meine Meinung. Tut mir leid. Hey, mach doch nichts. Leute macht sich... Ja, mach. Engel haben also tatsächlich Flügel. Ja, genau, wie in den Aufzeichnungen in der Kirche von Martell. Aber ich wette, es ist immer ein Chaos, wenn sie ihre Kleider wechseln. Wahrscheinlich. Ja. Und man muss in all seinen Kleidern Löcher schneiden, damit die Flügel durchpassen. Das ist der echte Kopf darüber zu brauchen, nicht wahr, Leute? Nun ja, ich meine, du bist nicht neugierig. Ich frage mich, wie sie mit Flügeln wohl schlafen. Ist bestimmt unbequem, ein Engel zu sein, nicht? Kann schon sein. Also eigentlich hat er recht, wobei. Vielleicht kann man als Engel die Flügel wegwarpen oder so. Oder irgendwie einziehen. Ich habe keine Ahnung. Naja. Wundervoll! Achso, du bist nur sie. Professor. Ich glaube, du bist nur sie. Was macht ihr zwei denn hier? Ihr solltet doch in der Schule bleiben und lernen. Rain, ich... Tut mir leid. Ist klar. Ich dachte erst, du ziehst ihn an den Ohren, aber er ziehst sie an den Ohren. Du kommst auch noch dran, Lloyd. Fertig? Nee. Nein, stopp. Brutal. Aua. Gut, hinter Versohlen ist eine Sache, aber gleich ins Gesicht treten. Booms. So, ihr zwei, wenn ihr eure Lektion gelernt habt, geht nach Hause. Einfach total brutal in die Ecke getreten. Die Schule ist heute aus. Und was machst du? Wie der Tod in der Ecke liegt und niemand kümmert's. Phaedra hat mir erlaubt, diesen Tempel noch etwas zu untersuchen. Gewöhnliche Bürger haben nicht oft die Chance, diesen Ort zu betreten. Danke, du. Doofe Lehrerin. Was war denn das? Das willst du lieber nicht wissen. Achso, es war sie, oder wie? Naja. Einfach so batsch getreten und dann liege ich in der Ecke. Brutal. Ach komm. Wobei, ich bin nur zu zweit, nö. Ja, ich wurde von Wölfen gefetzt. Egal, ich hab Wölfe, ich behandle euch gut. Falke, komm her! Ausgerechnet, du bist überhaupt nicht Falke. Keine Ahnung, wo ich hier viel leveln muss in dem Spiel. Falls ja, ich kann's offscreen machen, zur Not. Und werde ich wahrscheinlich auch. Ja, mach. So habe ich schon. Ich habe keine Lust mehr zu quatschen. Wo ist denn Rocket? Hier? Rocket! Moment da. Irgendwie habe ich jetzt was in der Nase. Das heißt, Dorf geht hier noch weiter. Oh. Hier wohnt bestimmt Rocket. Das ist was. Ohoho! Was ist los? Ich habe vergessen, den Mana-Ring zurückzulegen. Dann geben wir ihm eben Phaedra.
An wen? Also an wen? Nein. Es war so schwer ihn zu bekommen, mir wird schon niemand sauer sein, wenn wir alle ausleihen. Ach komm schon, bitte. Na schön, aber du wirst damit kein Blödsinn anstellen, oder? Doch. Guck. Guck. Fuck wie Buddha. Leute, hast du was aus meinem Haus? Nein, eigentlich nicht. Aber wir sollten zu Kletschen vergessen. Komm endlich. Colettes Haus ist nordöstlich. Nordöstlichen Ende des Dorfs. Ich dachte eigentlich, dass das Colettes Haus ist, aber gut. Wo ist denn Colettes Bude? Mann, ich habe es in der Nase, es nervt. Ja, was war das? Glorienschein. Mal kaufen. Holzklinge brauche ich nicht. Nova. Holzstock mit einer schnurbefestigten Holzkugel. Nicht sehr wirkungsvoll. Ich gehe der Stiefel. Kopfsalat. Tomaten, Brot, Eier. Bei Kingdom Hearts 3 einfach richtig geile Gerichte kochen. Na ja, mach. Ich bin etwas enttäuscht. Ich dachte, das Orakel wäre viel bombastischer. Was genau hast du denn erwartet? Weißt du, irgendwas absolut Fantastisches. Was beispielsweise? Ein Engel, groß wie ein Berg, fliegt aus dem Himmel herab und bringt los und dann rammt er den Turm in den Boden. Naja, schon klar, Leute. Und das war zu lang. Hätte der Text wieder davor ruhig bleiben können. Ja. Gut. Mädchen, aus dem Weg. Dessians sind doch Halbelfen, oder? Nein, die Dessians sind Halbelfen doch bloß im Alter, im alten Krieg ausgestorben. So, du bist schon rassenfeindlich, oder? Gut, dann lassen wir das, sonst. Sonst trete ich wieder ein Thema vom Stapel, was endlos ist. Ja, ich weiß, oh, Colettes Bude. Mir hat gesagt, wo sie ist, aber irgendwie Nordosten. So irgendwie rechts oben. Ich weiß nicht, wie groß dieses Dorf ist. Ich muss hier für morgen gründlich sauber machen. Ja, dann fang mal an. Weg! Oh, Kinder! Ich erstech dich. Ist das der Colettes Bude? Sieht so aus, überall Blumen. Ja. We shall entrust the protection of the chosen to Kratos and Rain. I have no objections. Thank you so much for your help earlier. Oh, you're back. Thank you for your assistance earlier. Please accept this small thanks. Thank you. Thanks, Phaedra. Say, were you talking about the world regeneration journey just now? Yes. Wow! I want to go too! I want to see Colette regenerate the world! If Rain is going, I want to go too! No. You'll get in the way. What? The battles at the chapel were nothing compared to the journey that awaits us. Children need to stay home. Kratos is absolutely right. Now then, we still have things to discuss. You two should go on home. Please wait. I'm sorry. It's not like it's your fault. Oh yeah, I'm sorry. Listen! Never mind. Oh yeah! Happy birthday, Colette! I baked you some cookies. If I knew you'd be leaving tomorrow, I would have made something a little more special, but... No, I love your cookies. Thank you very much. So what about you, Lloyd? You promised to make her a necklace, right? Don't tell me you forgot. It's almost done. I'll give it to you tomorrow before you leave. I swear. Really? I'm so happy.
As soon as I find out when we're leaving, I'll go to your house to let you know. Isn't it going to be dangerous? I'm the Chosen, remember? I'll be fine. See you later then. Liar. If I start on it now, I'll finish it in time. Oh, really? Well, whatever. By the way, you're going home now, right? Can I go part of the way with you? Sure, but where are you going to go? I'm going to see a friend. Huh? I didn't know you had friends outside the village besides me. Does it matter? Anyway, can we swing by my house so I can get my stuff? Okay, erst noch zu dir nach Hause, da war ich ja gerade eben, weil ich deine Bude mit der von einem Mädel verwechselt habe, aber egal. Ist ja auch so mädchenhaft. Nee. Hund! Schade, dass kein Gebälle kommt. Mal sehen, hier sollten ein paar Zutaten für Sandwiches sein. Als du gesagt hast, du willst dich fertig machen, meintest du das Einpacken von Zutaten? Warum hältst du dich mit sowas auf? Du sollst dich nicht übers Kochen lustig machen, Leute. Wir sind keine Heiler, also müssen wir essen, um bei Kräften zu bleiben. Das heißt, Heiler müssen nichts essen, oder wie? Ja, du hast ja recht. Apfelgelee ist schließlich nicht billig. Genau, Kochen ist wichtig. Ja, komm, mach mal. Du kannst kochen, wenn du Rezepte hast. Beim Kochen werden die notwendigen Zusagen verwendet, besser werden nach Geschmack und die Charakter und Rechte zugefügt. Grundlegend, also wir können jetzt ein bestimmtes Level verbunden. Ja, so kann ich Sandwiches machen. Und wirklich viel verstanden habe ich jetzt nicht. Mann, dieser Kratos macht mich echt stinkwütend. Bist du immer noch sauer, weil er meint, es heißt nur ein Weg? Ich weiß, er ist stark und so. Ich glaube, ich wäre auch wütend, wenn jemand die einzige Qualität, die ich besitze, absetzt. Ey, was meinst du mit einzige? Die einzige Qualität. Mann, diese Bücher sehen ganz schön kompliziert aus. Liest Professor Rain immer solche Sachen? Das sind meine Leute. Das sind Rains alte Bücher, aber sie sind so interessant, dass ich sie alle lesen musste. Umgeber, wie sieht sie aus, Alter? Mann! Sorry fürs Hochziehen, aber ich habe irgendwas im linken Nasenloch. Na gut, dann werde ich nach der Aufnahme keine weitere Aufnahme mehr machen, weil irgendwie wird es gerade schlimmer. Keine Ahnung, woran das liegt. Hau ab, Gabelmann! Mein Haus, oder? Das sieht aus wie mein Haus, weil hier ist nichts. Bürgermeister nimmt an einer Sitzung über die Reise der Auserwählten teil. Ich darf natürlich nicht mit, ist klar. Ich werde mich fürchterlich rächen. Hey, es ist Rain. Professor Rain. Oh Leute, Janice, für heute ist die Schule beendet. Das ist uns klar. Ich habe gehört, Sie begleiten Colette auf ihrer Reise. Ja, richtig, es ist zu gefährlich, Colette allein gehen zu lassen. Aber was ist dann mit Janice? Ich habe Franco und Fyra gebeten, sich seiner anzunehmen. Janice, ich verspreche, ich komme zurück. Lasse Sie mich bitte nicht sorgen. Leute, pass bitte für mich auf Janice auf. Sicher. Pass auf dich auf, Rain. Tu nichts Gefährliches und halte dich von Ruinen fern. Ich komme schon zurecht. Versprich mir, dass du gesund zurückkommst. Halt den Titel Bruderliebe. Okay, keine Ahnung, ob das richtig war. Also, wir gehen dann mal. Gut. Kommen wir zu uns hin. Gerade irgendwas in der Nase, das will ich raus, und da ich nicht die ganze Zeit machen will,
weil das stört euch und das stört mich, werde ich hier den Part früher beenden. Aber nun gut, das macht ja nichts. Ist eben ein kürzerer Part heute. Das war Tales of Symphonia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.